Say bye-bye. Bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Ah, ah, ah. What? Nice. He's fine. What? Your team must have got deactivated. Well, I'm glad I have Ricky here. I can't even get into my own apartment. Ah, das ist der deutsche Donnerstag heute. Ich muss ja Deutsch reden. Was ist denn da schon wieder passiert? Okay, heute, also, ich war jetzt schon so lange nicht mehr in Miami, dass ich jetzt einfach nicht mehr in mein Apartment reinkomme. They set them on timers. What do you mean? The keys, they have to put an expiration date. Yeah. So it's probably been like a year since your key was made, which kind of makes sense from the time you came. So. Das macht Sinn, meine Freunde. Okay, also, wow. Woo! Also ich bin gerade in Miami angekommen, ich bin jetzt genau für einen Tag in Miami und warum? Weil ich das letzte Mal, der letzte deutsche Donnerstag hat Glück gebracht, weil ich habe gesagt, dass ich schon seit weiß ich nicht wie lange auf diese Fingerabdrücke warten haben müssen und genau nachdem ich es gepostet habe, boom, habe ich ein Letter von Immigration gekriegt und morgen habe ich meinen Fingerabdrucktermin in Miami, deswegen habe ich daher fliegen müssen. Alles live und bei dir? Ja, Weltklasse. Und das ist der Ricky. What language was that? Schaut euch das mal an. Da muss ich morgen, das war alles, das ist alles da ankommen. 2 months. Während, what, 2 months? About, right? I almost forgot the most important thing. Alter, Verwalter, ja, da muss man draufdrücken. Wo ist es? Ja. Scheiße, Alter. It doesn't work. Oh, I know what happened. Hold on, who unplugged it? Who unplugged my computer? Hold on, where is it? Oh, he's got a scooter too. Yeah. Is it unplugged over there? Yep, I got you. Uh-huh. Plug it in. What's up? Ja, jetzt da drauf drücken. Ja, geil! It's alive. Ja, geil! Okay, erster Tag und letzter Tag in Miami. Ich habe jetzt endlich meine Fingerprint-Appointment bekommen. Ich fahre jetzt dann in 10 Minuten los. Du musst ganz pünktlich sein, weil wenn du nicht pünktlich bist, wird der Termin automatisch wieder verschoben. Das kann dann ungefähr 6 Monate dauern, bis du den nächsten Termin kriegst. Mein Anwalt fragt, ob ich den Termin verschieben kann. Er hat gemeint, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Termin um 6 Monate verschoben wird, ist ziemlich groß. Und dann habe ich mir gedacht, in 6 Monaten könnte es sein, dass ich schon wieder in Miami bin und dann kriege ich vielleicht einen Termin in Los Angeles. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fliege einfach nach Miami, get that done and that's it. Weil das natürlich auch eine Behörde ist, dafür tut meine Kamera nicht mitnehmen, weil da gibt es einen Security-Check und so weiter und so fort. Und mit dieser riesen Kamera wird das dann einfach nur kompliziert. Deswegen lasse ich euch jetzt da und ich quatsche dann mit euch wieder, wenn ich wieder zurück bin. Okay, das war super einfach, aber wie immer bei den Behörden, die nettesten Menschen auf der ganzen Welt findet man dort. Aber ich lasse mir da jetzt echt nicht meine gute Laune verderben bei einer Person. Ich habe jetzt meine Fingerabdrücke abgeben können, das heißt, es war jetzt mehr oder weniger der vorletzte Schritt, weil der vorletzte im Sinne von, eigentlich hätte ich noch ein Interview, aber jetzt mit Covid hat Donald Trump announced, oder vor ein paar Monaten schon announced, dass diese EB-1-Visa keine Interviews mehr machen müssen. Und ich habe so ein Interview, ich habe so ein Visum, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Interview machen muss, ist relativ gering, was mich natürlich sehr freut, weil jetzt rein theoretisch muss ich nur mehr darauf warten, dass die Green Card in der Mail zu mir nach Hause geschickt wird. Und dann kann ich sagen, hier, geil! An dem ersten deutschen Donnerstag habe ich euch einmal mein Apartment gezeigt, aber ich zeige es euch jetzt einfach nochmal für die jetzt neu da sind. Hallo! Falkos neues Bett schon wieder, das wir heute dann noch aufbauen. Hier die Kirche, ja, da liegen jetzt die ganzen Pakete rum. Ja. Ich muss sagen, das Wohnzimmer ist das absolut geilste, weil es einfach so gemütlich ist. Nochmal, Amanda hat alles eingerichtet. Da kann ich absolut keinen Ding Credit dafür nehmen. Und jetzt werde ich gleich anscheißen. Erstens einmal, das Gebäude, wie ich nach L.A. geflogen bin, war das ungefähr da. Und jetzt bin ich zurückgekommen und auf einmal, bratzt, ist es da oben. Das Gebäude war da unten, Alter. Da unten, wie ich weggefahren bin. Also ungefähr so war das. Und jetzt brau. Anyways, das ist mein View. Habe ich vermisst, muss ich sagen. Also wirklich rundherum. Todesblick. Gemerkt habt, es ist super isoliert da. Das heißt, du hörst von draußen absolut gar nichts.
Dann das da, ah ja, übrigens, das da, es liegt normalerweise draußen am Balkon, aber in Florida gibt es so viele Hurricanes, deswegen müssen wir das reinbringen, wenn wir nicht da sind. Dann das Gästezimmer und auch noch die Zockerhöhle. Ja, geil. Ich habe das Bett in der Früh nicht gemacht, ich bin einfach nur aufgestanden, direkt zu dem Appointment hingefahren und jetzt wieder heimgefahren. Ich habe genau geschlafen, 3 Stunden, deswegen genau auf, Zähne putzen und ab die Post. Ich werde übrigens sein Bett herkommen, da wir heute noch diesen Crate aufbauen, auf mega geil. Gut, und dann da noch das Badezimmer. Das war's. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mir gerade gehört, dass ich heimgekommen bin. Ich muss ihn jetzt sofort rausbringen, sonst brunst er sich an. Was Falkosius? Servus. Ja, hallo. Ja, hallo. Komm her. Komm her, Boy. Komm her. Komm her, Boy. Oh, I missed you too. Du kleiner Klapfenkönig. Aui. Aui. Oh, okay Leute, das war's für heute. Das war ein kurzer Trip nach Miami. Ich habe jetzt endlich meine Green Card Fingerabdrücke abgeben können, was gut war. Und jetzt heißt es nur mehr drauf warten, bis die Green Card endlich bei mir daheim ankommt. Der Falco will schon wieder raus. Der brunst sich gleich wieder an. Er ist ein Baby, der ist super nervös. Also bis zum nächsten Mal.